Also das Ding wird's in jedem Fall in sich haben. Einschalten lohnt sich, dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. Grüße aus Frankfurt. Der Deutsche Bank Park ist bereit für diese Partie. Am Mikrofon sind auch heute wieder Florian Schmitz-Sommerfeld und Jan Platte auf dem Programm. Also dieses Spiel heute aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg. Also das wird mit Sicherheit eine interessante Partie. Das ist ein Duell, das wir immer gerne erleben. Und so geht Eintracht Frankfurt in diese Partie. Im Tor Kevin Trapp. Mario Götze steht mit Elias Skiri im zentralen Mittelfeld. Und im Angriff spielt Hugo Ekitike. Die Aufstellung des FC Augsburg. Jeffrey Rauleo spielt mit Kevin Schlotterbeck in der Abwehr. Elvis Rexbejay steht mit Christian Jakic auf den zentralen Positionen. Und im Angriff ist es ein Sturmduo. Auf geht's, die Frankfurter zuerst am Ball mit dem Anstoß. Der Abwehr ist voll, da holt sich den Ball. Der Ball kommt gut, kluger Pass. Ganz sicher pariert, ohne Schwierigkeit. Marmoush. Hugo Ekitike. Omar Marmoush. Bringt er jetzt die Flanke? Und das könnte ein gefährlicher Umschaltmoment werden. Marmoush. Das ist ein gefährlicher Ball. Der Schuss nicht ungefährlich. Alles wieder hinten raus. Machen sie gut. Gut gespielt. Und jetzt wird es die Chance. Nee, und den Angriff lassen sie dann doch liegen. Nicht ideal ausgespielt. Philipp Tietz. Ah, da geben sie den Ball ab. Ruben Vargas. Ja, sie spielen es gut. Immer eine Option zur Fortsetzung. Und den packt er sich. Gut gehalten, den Ball. Fares Scheibi. Christensen. Scheibi. Ja, jetzt kommen sie nochmal. Eintracht Frankfurt. Ja, das hätte was werden können. Nicht die richtige Entscheidung getroffen. Jetzt könnte er flanken. Macht er super. Idealer Zweikampf. Weiter geht's mit einer Ecke. Kurze Variante. Oh,
das ist ein gefährlicher Ball. Das ist ein guter Block. Also er scheint heute unüberwindlich. Da ist der Platz auf der Außenbahn. Mario Götze. Jetzt könnte es die Führung geben. Oh, der Block energisch. Götze. Der ist gut gehalten. Jetzt die Ecke ausgeführt. Immer noch gefährlich. Guter Pass, das könnte was werden. Und Torwart hechtet da gar nicht oder so. Er schaut den einfach vor. Ganz früh gesehen, dass der, wenn auch knapp, aber vorbeigeht. Vargas. So, da ist der Ball erstmal weg. Das finde ich geradezu passiv von der Abwehr. Das hat ja fast was von der Einladung. Vielleicht jetzt die Chance zu flanken. Ja, und da ist Übersicht da, da sind Automatismen da, ganz sicher am Ball. Ja, Ball geklaut, sehr gutes Timing. So, immer mit dem Ball. Sie kommen an ihn nicht ran. Guter Ball. Ja, die Ball. Diesen Gibi, den muss er haben, den Kopfball. Der Ball kommt gut. Kluger Pass. Mario Götze. Der geht weit. Mamouche. Nelson Kunku. Ekitike. Der Pass in die Füße des Gegners. Mamouche. Mario Götze. Vargas. Ja, da muss der Abwehr vorsichtig sein. Und der kommt so gut, da kann was gehen. Boah, und was für eine Glanzparade. Ja, und das war... Was war das bitte für eine Aktion? Ja, man sieht, der ist selbstbewusst, der hat Routine, der bringt halt alles mit. Um in solchen Situationen dann auch die Nerven zu behalten, einfach fantastisch. Kurz gespielt. Na, zieht einfach mal ab und steht da perfekt im Weg. Das muss Christensen. Ja, da geht was. Sie spielen sich relativ mühelos nach vorne. Haben sie jetzt vorne Option? Ruben Vargas. Guter Pass, wird vielleicht was. Chance jetzt auf die Führung. Genau in die Hände gespielt. Den muss man festhalten.
Rasmus Christensen. Fares Scheibi. Mario Götze. In die andere Richtung. Christensen. Scheibi. Na, haben sie sich stören lassen, der Ball ist weg. Ruben Vargas. Elvis ist Rex Bejay. Ja, guter Pass. Immer wieder die Verlagerung. Irgendwie die Abwehr auseinanderzusetzen. Ekitike. Götze. Christensen. Christensen. Fares Scheibi. Ja, gutes Tackling, gut reingehauen. Vargas. Elvis Rex Bejay. Raue Leo. Machen sie gut. Angriff läuft, sie sind schon im letzten Drittel. Nielsen Kunku. Skiri. Spielen die Räume gut aus. Und das sah gar nicht verkehrt aus, aber geben den Ball hier ab. Ja, da ist vielleicht eine Chance zu kontern. Na, da ist der Ball weg. Das sah eigentlich in einem guten Konter aus. Wird nichts draus. Pacho. Nielsen Kunku. Nicht ganz konzentriert, der Ball ist weg. Rex Bejay. Christian Jakic. Mario Götze. Ja, den hat er sehr gut abgefangen, diesen Pass. Fares Scheibi. Super im Zweikampf, geht vorbei. Ja, vielleicht geht Frankfurt ja jetzt durch diese Ecke. So, man spürt, jetzt haben auch die Fans mal wieder Grund, laut zu werden. Die Mannschaft hat hier lange eher nur zugeschaut. Vielleicht gelingt mit dieser Ecke jetzt die Führung. Wie gut kommt er? Der Eckball. Die klären sie nicht so wirklich gut. So, und jetzt haben wir es. Tor Nummer 1 in diesem Spiel. Augsburg mit einem hinten. Haben sie Comeback-Qualitäten? Wir werden sehen. So, erster Durchgang durch. Pause im Deutsche Bank Park. Wenn wir auf die individuelle Leistung schauen, finde ich, ein wirklich guter Auftritt in dieser ersten. Rein in die zweite Halbzeit. Und Augsburg braucht eine Steigerung, wenn sie hier
den Rückstand noch drehen. Da wäre Platz zum Flanken. Die Chance zum Ausgleich. Oh ja, toller Block. Augsburg würde gerne ausgleichen. Eckball. Bringt den Eckball in die Mitte. Ball kommt genau zentral, kein Problem für den Keeper. Chaibi. Fares Chaibi. Mario Götze. Ja, jetzt schauen wir auf Eintracht Frankfurt. Was wird aus diesem Angriff? Da wäre Platz, um zu flanken. Super Parade, gut gemacht. Tietz. Schlotterbeck. Ruben Vargas. Der Ball kommt gut, kluger Pass. Ganz geduldig im Passspiel im Spiel. Und den kann er halten, den Ball. Jetzt der Wechsel. Haut er nicht rein, spielt ihn kurz. Es gibt noch eine Ecke. Das ist die kurze Variante. Ja, der ist gut zurückgespielt. Der Abschluss. Boah, der Block energisch. Die Ecke. Ja, das war kein guter Befreiungsschlag. Wichtiger Block. Chaibi. Klärt ins Aus. Einwurf. Augsburg mit deutlichen Vorteilen, was den Ballbesitz angeht, in den letzten 15 Minuten. Wenn sie so weitermachen, dann ist der Ausgleich nur eine Frage der Zeit. Und jetzt die Flanke vielleicht. Und wir hören das Raunen. Die Fans wollen den Abschluss sehen. Ja, der hätte sein können, knapp am Tor vorbei. Ja, Schmizo, man sieht, manchmal lohnt es sich, so ein Ohr auch für die Fans zu haben. Die haben es ja im Prinzip eingefordert, dass da geschossen wird. Nelson Kunku. So, sehr gut angeboten. Steht immer jemand frei. Und jetzt kriegen sie vielleicht die Chance. Ekitike. Oh, das war eine Riesengelegenheit. Riesenchance, sich deutlich abzusetzen. Aber sie lassen sie liegen und deshalb ärgern sie sich so. Das hätte das Tor sein müssen. Augsburg verliert hier den Ball. Oh, da ist die Abwehr gerade sehr, sehr passiv. Steht sehr, sehr tief.
Chaibi. 30 Minuten noch zu spielen in diesem Spiel. Ja, nee, die Flanke, die kriegt keiner, obwohl Kollegen in der Mitte stehen. Ohne Probleme das Ding abgewehrt. Ball ist jetzt beim FC Augsburg. Ja, sie haben ein bisschen Platz, sie haben ein bisschen Zeit zum Kontern. Was eine Parade. Also mehr als so ein Ding kannst du deinem Team gar nicht geben. Ja, definitiv sensationell, wie der Ball da noch rausgefischt wird. Jetzt der Eckball. In die Mitte. Das reicht noch nicht. Ball bleibt noch heiß. Kommt nicht so wirklich was bei rum. Fares Chaibi. Der Abwehr hat da keine Chance. Oh, gefährlich, richtig gefährlich. Nicht das Tor in der Szene. Ich glaube, so eine Chance, also aus der müssen sie eigentlich das Tor machen. Bei Frankfurt wird das Personal nochmal getauscht. Will Eintracht Frankfurt. Ja, da lassen sie niemanden ran. Körper reingestellt. Ab ist irgendwer mit Nachhut. Also im Zentrum ist gerade ein Gewusel, ständig der Ball weg. Eintracht Frankfurt mit ganz viel Ballbesitz in den letzten rund 15 Minuten. Und sie haben ja auch ihre Chancen. Gut möglich also, dass sie den knappen Vorsprung bald ausbauen. Ja, das Stellungsspiel ideal, Angriff beendet. Chaibi. Hugo Ekitike. Kein Tor. Aber Frankfurt bringt nochmal frische Kräfte. Kevin Schlotterbeck. Meier. Ja, und so musst du da reingehen. Schön körperlich robust. Dinay Bimbe. Mamouche. So, und jetzt Richtung Tor. Eintracht Frankfurt. Was eine Chance für Götze. Und das war die dicke Chance, auf plus zwei wegzuziehen, Jan. Und ich glaube, dann lassen sich doch das hier nicht mehr nehmen, wenn der sitzt. Vermutlich nicht, aber wie häufig haben wir schon gesehen, Schmizo, dass Spiele kippen, wenn du es eben nicht schaffst, komfortabel davonzuziehen. So, wir schauen auf die Uhr. Viertelstunde geht dieses Spiel. Götze. Viel Einsatz und der Block. Oh ja, da könnte jetzt was gehen. Und dann doch nicht gut genug gespielt. Gummi. Meier.
Raul Leo. Sehr geduldig. Immer wieder um den Strafraum rum, schauen, wo könnten wir den Ausgleich schaffen. Oh ja, da hat er ordentlich zugelangt. Kein gutes Tackling. Das könnte sehr gut eine gelbe Karte sein. Gelbe Karte, sagt die Schiedsrichterin. Ich finde, brauchen wir nicht diskutieren, oder? Nein, fange ich auch gar nicht an, mit dir drüber zu diskutieren, sehe ich genauso. Wie die Mauer hier steht, Freistoß bleibt hängen. Dinay Bimbe. Elias Skiri. Jetzt schauen wir auf Eintracht Frankfurt. Was wird aus diesem Angriff? Lässt sich wirklich nicht vom Ball trennen. Gut abgeschirmt. Mario Götze. Chaibi. Steht da sehr gut im Passweg, hat den Ball. Na, so langsam wird es gefährlich. Eintracht führt einen Spielstand ganz nach dem Geschmack der Fans und die Unterstützung von den Rängen. Die ist schon richtig stark. Und der Abschluss. Der war gut pariert. Und ja, wenn der drin ist, dann wäre es das gewesen. Da bin ich absolut bei dir, Schmizo. Jetzt können Sie noch drauf hoffen, hier irgendwie noch zum Unentschieden zu kommen. Und den schlägt er in die Mitte. Der ist geklärt, aber noch nicht endgültig. Oh, das ist ein gefährlicher Ball. Ja, gefällt mir gut, wie sie hier den Ball holen. Gummi. Jeffrey Jaueleo. Hinter die Kette. Gutes Auge hier. Ja, das sieht einfach cool aus, wie er da spielt. Ohne Probleme gehalten. Torwart ist da. Ekitike. Das war ein gut gesetztes Tackling. Die Balleroberung. Nur noch, der ist drin. Zwei in Front und wir sind ja schon fast am Ende. Wir gucken auf die Wiederholung und diese Überzahlsituation. Ja, der Treffer ist dann natürlich nicht mehr zu verhindern. So, 2:0. Mal gucken, was das mit dem Spiel macht. Ruben Vargas. Ja, da flankt er relativ früh. Mal gucken, ob da jemand rankommt. Boah, und den hält er richtig gut, der Kopfball. Den hat er schon gut gesetzt, aber wie er den rausfischt, super. So, und jetzt die Ecke. Jo, geht hier kein Risiko ein. Haut das Ding weg. Und jetzt ist Schluss. Das Stadion jubelt. Die Heimmannschaft hat es hier heute gewonnen.
Sie belohnen sich in diesem Ligaspiel für einen richtig guten Auftritt mit einem klaren Sieg. Auch in der Höhe ist dieser Erfolg aus meiner Sicht absolut verdient. Ja, und hat dem Spiel schon, finde ich, seinen Stempel aufgedrückt, ehrlich gesagt. Heute hat man mal wieder gesehen, wie wichtig er für dieses Team ist. An vielen gefährlichen Szenen beteiligt gewesen, ein Tor selbst gemacht. Er kann, denke ich, zufrieden sein mit sich und dem Erfolg.